okay, eine neue Aufnahme zu starten hat auch jetzt nicht viel gebracht. Grafikfehler. Was haben wir hier? Questbuch. Aufgaben haben wir keine. Magie anwenden. Lager. Kaputt teilen. Kann ich mit jemandem reden? Ohne dass ich gleich verschwinde. Bin ich wieder in einem Tempel? Ich bin wieder in einem Tempel. Raus hier. Wir sind der Tempel im Torwald. Wir sind im Torwald, das ist klar, was ist das hier? Sinnetempel, Taverne, Herberge, Schwert und Zauberei. Gehen wir mal zur Taverne. Den Herbergs Vater sprechen. Ja, wir wollen einfach sein, aber sie ist zaudert. Die Tresenstaufer, die kleinen Gruppen den Tisch im Essen haben sie frisch gewischt und sowohl Felder umherflitzen erraten, als auch die Panzer der allgegenwärtigen Kakerlaken wirken wie frisch gewaschen. Werter Reise, der wollte ein sicheres und günstiges Dach über den Kopf. Dann seid ihr bei mir richtig. Was soll ich sagen? Die meisten Boote sind auf See, also habe ich keine Goldbelage, so können sie die in Ruhe weiter zechen und herumrollen wollen. Reisende kommen auch nur selten vorbei. Ich habe schon immer gewusst, dass mein Haus sicher zum Besten war. Natürlich wollten wir das. Wir brauchen eigentlich kein Zimmer. Ich will nicht essen, ich will hier raus. Die Framerate, das ist wieder typisch Unity Engine. Moment. So. Das ist tatsächlich alles frei erkundbar. Wie es aussieht. Was haben wir hier? Nicht schon wieder ein Tempel. Betrunkener Kaiser. Ein Torwaler im Kriegsmantel, eine schwere Axt und ein Signalhorn an der Seite betritt die Schankstube. Höret, höret, höret! Der Hetman Trande Torbensohn sucht Helden, die fähig und willens sind, sich auf eine gefährliche Suche zu begeben, die sie wohl ihr Leben kosten kann, deren Erfolg ihnen aber unsterblichen Ruhm und gutes Gold bringt. Sowohl Kenntnisse des Schwertes als auch der Zauberei sind vonnöten, um die Suche zu vollenden. Wer glaubt, über genügend Fertigkeiten und Mut zu verfügen, der melde sich auf schnellstem Wege beim Hetman in Torwal. Das klingt dir gut. Das ist das Talent annehmen. Die Taverne ist nicht schlecht besucht. An der Theke gibt es viele Betrunkene und nur noch wenige freie Hocker. Der Wirt schaut euch fragend an. Ihr seid ja ein bunter Haufen. Was darf's denn sein? Das lob ich mir. Gleich die Katze aus dem Sack lassen, sagt der Wirt lachend und verschwindet, um Bierkrüge zu füllen. Nach einer Weile kehrt er zurück und stellt das Bier vor euch auf die Theke. Hier, trinkt erstmal was. Geht auf Kosten des Hauses. Und so tollpatschig, wie ihr Nachforschungen anstellt, kann ich mir ja sicher sein, keine Spione zu bewirten. Während ihr einen kräftigen Schluck nehmt, spuckt der Wirt in einen Becher, wischt ihn mit seiner Schürze aus, befüllt ihn sich mit Wein, kippt diesen auf einen Zug runter und sieht euch fragend an. Was wollt ihr denn wissen?
Naja, was es hier so gibt. Tja, ich weiß eine ganze Menge. Nur zum Beispiel, aber ob euch das weiterhilft, weiß ich natürlich nicht. Im alten Ungdalf ist jetzt eine Akademie. Ich habe gehört, die hätten letztes Jahr nicht geschwächt. Na, da freut. Ihr schaut euch ein wenig um. Es hat sich nicht viel getan. Ein paar Gäste haben die Auf den Heimweg machen wir uns jetzt. Ihr bezahlt euer letztes Bier. So. Hat wohl etwas über den Durst getrunken. Es bereitet sichtlich Schwierigkeiten, geradeaus zu gehen. Nach einigen weiteren Schritten übergibt sich geräuschvoll unter den pikierten Blicken einiger Passanten. Framerate, Framerate. Hey, 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 hey. So. Dann kann man nicht drehen. Was gibt's hier vorne zu sehen? Ohne dass die Framerate wieder einbricht. Nichts. Eine Waffe. Marktstadtteil, der letzte Held. Wie sind diese Hammer, so kannst du eher Terrain, der dunkle Kaiser. Da müsst ihr doch irgendwo hin, oder? Da hat doch jemand aufgerufen. Gemischt hören. Hier steht, wenn drei Schritten hohen Preis mit dem Ball durch den Wald durch die Zinsen von Tier häufig und eines mit einem Umlaufen mit einem versuchen, die Tür abzustecken. Zu verbunden ist halt doch nicht irgendein Auftrag hier, um Gerald Galsen zu besuchen, oder? Natürlich nicht. Was sind wir hier? Der Wutzwinger? Kontorstörbrand. Filme. Gut, ein bisschen mit der Technik hat man hier zu kämpfen, wenn man aufnimmt. Lustigerweise, das sollte jetzt noch mal gehen. Das euch entgegen sein, die Herberge wird geschmeckt vor allem. Oder? Framerate. Es ist beeindruckend, wie sehr sich das aufhängt hier teilweise. Gut, hier kann man noch schlafen gehen. Es ist schmerzlich, aber mit 9 Frames pro Sekunde. Automatisch finde ich gut. Naja. Das ist jetzt auch nicht unbedingt geworden. Ein einfaches Haus und Tor wollen. Da haben wir anscheinend nicht reingehört. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Wo war dieser Typ, der ausgerufen hat?
gemischt waren. Ich gehe dann doch mal wieder zurück, hätte ich gesagt. Schon wird es dunkel oder es fängt gleich an zu regnen. Was ist das? Die dunkle Reiter. Die Station der Beton Ronios könnte der Nachricht des ganzen Aventurien auch in diesem Abenteuer sollte doch auf eure eigenen Füße anlegen. Otterskinder, Sturmkinder. Sind eh immer die gleichen hier. Von einer Helle, roter Morgen. Herberge, Taverne, Taverne. Nachdem ihr die Tür hinter euch geschlossen habt, kommt ihr nur noch mit Mühe vorwärts. Denn okay. Der Wirt schaut euch fragend an. Das Lob. Während ihr einen kräftigen Schluck nehmt, Tja, ich weiß eine ganze Menge. Nur zum Beispiel, vielleicht kann ich euch ja noch mit ein paar weiteren Tritt zu euch an die Theke und mustert euch kurz. Sein Blick trifft euch. Wirt, bring dein Gestatten stets zu Diensten. Erzählt ein wenig über den Ort, seine Geschichte und von Heldentaten, die angeblich vollbracht hatte, ehe er sein Leben in ruhigere Bahnen lenkte. Das für euch Interessanteste, das zu berichten war... Tja, meine neuen Freunde, auch ich muss jetzt leider nach Hause. Es war nett. Noch immer geht es in ihr... Hat wohl etwas über den Durst getrunken. Es bereitet sichtlich Schwierigkeiten, geradeaus zu gehen.